Die Idee dahinter ist, dass im Kern das reift, was dann ausblühen soll. Heute findet hier der Protesttag zum 5. Mai statt, zur Gleichstellung für Menschen mit Behinderung. Und dieses wird unterstützt und gefördert von Aktion Mensch. Und das Thema heute oder dieses Jahres von diesem Protesttag ist: Wir gestalten unsere Stadt. Ich mache in Krumbach das Quartiersmanagement und da ist es ja die Aufgabe, die Menschen zusammenzubringen und zu unterstützen, Krumbach ein bisschen schöner zu machen. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die Stellen der offenen Behindertenarbeit auf mich zukommen sind, um gemeinsam den Protesttag zu gestalten. Die offene Behindertenarbeit ist eine ambulante Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Wir bieten kostenlose Beratung an zu allen behinderungsspezifischen Themen. Ist auf jeden Fall schon super nett gewesen, dass man auf uns zukommen ist, auf mich und den Andi. Und dann ist ein ganz großes Aufgabengebiet von uns eben auch, dass wir öffentlich wirksame Aktionen organisieren, um auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Bei uns war dann die Frage, was kann man für eine Skulptur schaffen, die dieses ganze Thema Inklusion darstellen kann. Da kam eine ganz schöne Idee dabei raus. Wir gestalten einen Baum, den Lebensbaum. Für uns war es dann eigentlich der logische Schritt, so einen Baum darzustellen aus Stahl. Stahl ist sehr robust, hält viel aus. Gleichzeitig ist es verworrener Baustahl, wo im Schluss ganz viele Einzelteile zu einem großen zusammengehören. Das ist ganz schwer, wenn man zu zweit als Künstler, jeder hat sein eigenes Ego und seine Ideen. Aber von dem her hat das mit dem Tino und mir irgendwie super funktioniert. Da haben wir uns gut ergänzt und das, glaube ich, ganz gut hinkriegt. Und zusätzlich haben wir noch überlegt, wie kann man dann die Leute, die hier vorbeikommen, mit einbeziehen. Und als Symbol für jeden Wunsch, den man aufschreibt, kann man dann ein Blatt gestalten mit Fingerabdruck oder mit einer kleinen Malerei und kann das an den Baum hängen. Die eigentliche Idee hinter der Sache ist halt, dass im Wurzelwerk unten im Geflecht die Ideen der Leute reinkommen, die dann durch die Konstruktion im Stahl in die Plexiglasscheiben, auf die sie sich verewigen können, blühen und Früchte tragen sozusagen. Und wir freuen uns auch total über die Zusammenarbeit dieses Jahr mit der OBA Günzburg. Und wir bekommen auch den schönen Baum gespendet, den wir dann vor dem Jutze aufstellen können. In 10 Jahren holen wir die Kapsel raus und schauen, was los ist. Wir sind heute hier, um auf die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen, um Begegnungen zu schaffen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, dass diese gemeinsam einen Tag verbringen können und sich näher kommen. Also, mein Name ist Aman Christian, ich bin Mitarbeiter im Dominikus Ringeisenwerk und habe zusammen mit meiner Arbeitskollegin, die heute leider nicht da ist, Erika Meyer, die Band mit einigen von unseren Jungs im Haus gegründet. Ja, ich soweit mal zu mir. Ich gebe mal weiter. Ich bin der René Wasmuth, ich bin der Schlagzeuger von der Band und ja. Auch schon seit Beginn dabei. Genau. Erst davor getrommelt und jetzt eben bin ich dabei bei Rampack, spiel Schlagzeug. Ich bin der Sebastian Teichner und wohne auf Gruppe Philipp Jeremia und ich spiele Gitarre und bin seit, keine Ahnung, ich glaube 3-4 Jahren oder so dabei, ja. Ich bin Dieter Bell, ich wohne in Grumbach und spiele Keyboard und spiele sehr gerne Keyboard und macht mir sehr Spaß. Ja, mein Name ist Patrick Christ, ich bin auch in der Band Rampack als Gitarrist und also ich war halt von Anfang an mit dabei und seit 2004 gibt es eigentlich schon die Band Rampack. Wir freuen uns, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und hierher gekommen sind. Und es geht ja auch darum, dass Menschen mit Behinderung selber für sich sprechen können, was sie eigentlich wollen. Also ja, und dann auf Konzerte gehe ich halt auch noch gern, wie jetzt zum Beispiel am Marktplatz, wo es jetzt wieder stattfindet. Finde ich auch gut, dass ein bisschen auch Leben nach Krumbach kommen, wo viele
Leute auch da sind, wo man auch ein bisschen Inkarnation machen kann, sich mit den Leuten unterhalten kann. Ich wünsche mir ein Abenteuerland. Und diese Wünsche, die wollen wir aufgreifen, wollen sie hier dann in dieser Aktion greifbar machen. Und vielleicht bewegt sich auch was in der Politik, dass so Wünsche dann in Erfüllung gehen. Wir feiern ja heute und diesen Protesttag in Anführungszeichen muss ich sagen. Dieses Jahr findet unsere Aktion in der Stadt Grumbach statt. Wir haben uns für die Stadt Grumbach entschieden, weil sie eine junge, lebendige Stadt ist und sehr offen. Und die vielen Jahre, wo hier in Grumbach schon Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen zusammenleben, wohnen und arbeiten. Ich denke, das sagt inzwischen alles aus, dass alle hier in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und alle miteinander etwas machen. Und ich denke, dafür sollte Grumbach weiterhin bekannt sein und an diesem Ruf auch weiterhin arbeiten. Ja, ich bin jetzt fast drei Jahre in Grumbach. Seit letztes Jahr Mai wohne ich jetzt selber. Ambulant eben durch die Oba und mir gefällt sehr gut in Grumbach. Und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, irgendwo anders hinzugehen. Ich will leben wie du. Ich will leben wie du. Ich will leben wie du. Ich bin der Freude Mann, der Geld gibt.